Harald, kannst du mal bitte? Ist eben schon der Sonntag. Genau. Ich bin Herr Förster. Nehmen Sie doch mal Platz. Ja, Sonntag, ich habe zwar Ihre Bewerbung hier liegen, aber ich will jetzt das nicht so oberflächlich bewerten. Deshalb will ich erstmal lieber was von Ihnen hören. Haben Sie denn schon mal in der Zoo gearbeitet? Ja, also ich habe schon mal als Pfleger gearbeitet. Dann kennen Sie sich im Umgang mit Tieren also aus. Ja, selbstverständlich. Also mit was für Tieren haben Sie denn so gearbeitet? Wir hatten damals Panthera tigris, 3 Stück, und ich war auch öfter bei den Hallicerus crüpus und habe die gepflegt. Und mit Ursus arctos kenne ich mich auch ziemlich gut aus. Aber schon beeindruckend, dass Sie mit 3 Tigern zu tun hatten. Da werden Sie bei uns auf jeden Fall viel Spaß haben. Ja, also warum nicht? Wie gesagt, Sie wissen ja, ich bin auch in anderen Bereichen einsetzbar, aber ich würde es mit den Tigern schon ganz gern machen dann. Ja, Sonntag, zu dem Zeitpunkt werfe ich nochmal einen Blick in Ihren Lebenslauf. Sie haben im Tierpark Zwickau gearbeitet. Ich muss ja auch warnen, in unserem Zoo gibt es Haie, Palmen und Elefanten. Ja, da bin ich auch froh, dass Sie keine Zebras haben. Wir haben Zebras, Herr Sonntag. Oh. Ja, holen Sie erstmal Luft, was ist denn mit Ihnen los? Hatten Sie schlechte Erfahrungen mit dem oder was? Ja, also mich hat damals ein Zebra getreten. Jetzt werden Sie schon bei den Tigern einsetzen. Da bin ich ja noch mal erleichtert. Nee, das ist mir mit den Tigern wirklich viel, viel lieber. Harald, bring doch mal bitte Herrn Sonntag was zu trinken. Dankeschön. Also wissen Sie, ich denke, Sie sind der richtige Mann für unser Team. Wie dem auch sei, heißt das, das Vorstellungsgespräch ist jetzt schon zu Ende? Einen Test müssen Sie noch machen. Noch ein Test? Wann gab es denn den ersten? Lassen Sie das mal mein Problem sein, Herr Sonntag. Stecken Sie das mal in den Finger hier rein. Was soll ich? Meinen Finger hier reinstecken? Wozu? Harald nimmt Ihnen noch eine kleine Blutprobe ab. Na gut, also wenn es das Letzte ist, was mich von diesem Job trennt, dann sie muss durch. So, Harald, dreh das Ding. Sonntag geht's. Ah, geht schon. Herr Förster, nehmen Sie es mir nicht übel, dass ich frage. Bin ich jetzt eingestellt? Also, Sie sind eingestellt. Ja, schönen Gruß an die Familie. Ja, herzlichen Glückwunsch, sind eingestellt. Kommt die Hand, können Sie mir ruhig noch geben. Ah! Herzlichen Glückwunsch. Montag 8 Uhr, ab jetzt raus.